Hallo und herzlich willkommen zu Fabledom. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe das Spiel schon länger auf meiner Wunschliste, dachte, da jetzt gerade so eine Flaute ist bei den Spieleentwicklern, dass die keinen neuen Spieler rausbringen, dachte ich mir, guck mal da einfach mal rein. Und ich war jetzt gerade schon richtig entzückt, denn ich habe das Spiel gestartet und dann kam so eine märchenhafte Erzählerstimme, die sagte nur, welcome, welcome, sensationell. Und dann war ich am Einstellen und dann stand unten links, in Deutsch übersetzt, weil der Sprecher ist in Englisch, der stand dann irgendwie... This is starting to get a bit awkward. Warum ich mich so freue, ist, dass du das gehört hast. Ich dachte, das wäre jetzt nur einzigartig gewesen. Er hatte dann irgendwie gesagt, entschuldigt bitte, ich habe seit 1000 Jahren nicht mehr aufgeräumt, dass hier ein bisschen unordentlich ist. Sensationell, deswegen feiere ich schon das Spiel und wir gucken einfach mal rein. Es handelt sich um ein angespielt Video. Heißt, sollte das Spiel am Ende mir immer noch so zusagen, wie jetzt gerade das Intro, dann werden wir es natürlich weiterspielen. It's a story you want. Okay, ich bin jetzt schon weg. Es handelt sich wohl um ein Aufbauspiel, aber allein der Erzähler. Okay, wir sollen unser Startgebiet wählen. Normal? Alles bereits freigeschaltet. Na, ich will nicht alles freigeschaltet haben. So, Seed kann man zufällig wählen. Oh, krass. So wie Minecraft, nur anders. Okay, neue Karte wird gesucht. Ich habe keine Ahnung. Hier ist Garen, hier ist Janin, hier ist Oboyos, hier ist Trigua. Ich habe keine Ahnung. Muss ich jetzt hier irgendwas aussuchen? Ich würde sagen, wir nehmen irgendwas am Wasser, wo Bäume sind. Ich glaube, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, ne? Ich wäre schon fast geneigt, hier zu sagen. Aber irgendwie könnte es auch hier werden. In Trigua. Trigua? Ja, ja, ja. Have you heard the one about the little unicorn that could? He couldn't. I don't want to spoil the ending, but it's not a happy tale. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon Fan von dem Sprecher. Oh, sensationell. Okay, wir fangen an in Trigua. Ich bin Prinz, Prinzessin, Hoheit. Ich bin Hoheit. Wir wollen uns erstmal hocharbeiten und dann sind wir eine Hoheit. Reichgröße Mittel. Berge, normal, Ozean groß, Wald dicht. Ja, klingt doch gut. An excellent choice. Halte zum Überspringen. Nee. Diablo habe ich alles übersprungen, aber das will ich mir jetzt reinziehen. Once upon a time it goes. A story told of love and woes. When all the kings and queens of yore sent forth their children to explore. New lands of plenty, fields and trees, fertile, yielding, birds and bees. It's your turn, prince or princess you, discover, conquer, daring do. Remember, friend, 'tis not just sword that makes one lady or a lord. To build a kingdom, 'tis an art. But don't neglect your spirit's heart. Boah, allein die Musik. Through love or war, these lands ignited shall ever after be united. Now go. Be kind, be cruel, be scrappy, and make your ever after happy. Also, der ist schon verdammt gut, muss ich sagen. Ich war jetzt gerade voll hin und weg. Ich war einfach nur am Genießen, die Story. Also, wie der erzählt hat. Ich könnte mir auch stundenlang von dem irgendwie ein Buch vorlesen lassen. So ein Harry Potter Buch, ohne Probleme, ohne irgendwie auf Klo zu gehen zwischendurch. Ich würde aushalten, ich würde nichts trinken, nichts essen, einfach nur zuhören. Sensationell. Also, der Erzähler ist wirklich gut. Das Spiel lädt aber sehr lange. Ich hoffe, da kommt noch was. Bitte lass es nicht abgestürzt sein. Maus ist noch da, okay. Das wird erstellt. Braucht das jetzt immer so lange oder haben wir da... Oh, Stadtgebiet. Oh, okay, Entschuldigung. Waren da fliegende Schweine? Kapitel 1. Ein Neuanfang. Okay, wir dürfen mit WASD uns bewegen. Ey, da kriegen wir 10 Gold. Ich habe mich mal übrigens nach oben links gesetzt. Ich denke mal, das ist in Ordnung anhand der Screenshots, die ich gesehen hatte. Zoomrad, guck mal. Kann ich? Oh, die Figuren.
das Gras. Okay, dreht die Kamera mit der Maustaste. You spin my camera right. Oh, wir kriegen 10, guck mal. Oh yes, our kingdom began with little more than a humble laborer's hut. Now, where did that go again? Let's see here. Boah, allein die Musik. Allein die Musik. Da ist doch was. Ich sehe da was. Leuchten. Da müssen wir bestimmt hin. Okay, wir halten uns ans Skript. Wir müssen jetzt erstmal eine Schotterstraße bauen. Eine Arbeiterhütte. Okay, wir bauen jetzt erstmal eine Arbeiterhütte. Arbeiterhütte. Kann ich die rotieren lassen? Rotieren mit R. Ja, passt ja. Wo machen wir die Arbeiterhütte denn hin? Das muss ja gut ausgewählt sein. Ich würde sagen, wir setzen... Oh. Oh, die kann man sogar neigen, die Kamera. Ich würde sagen, wir setzen die hier hin. So. Das ist unsere Arbeiterhütte. Wo schlafen die Arbeiter? Auf den Stühlen? Arbeitsplatz. Ein Arbeitsplatz benötigt. Okay, das kriegen wir bestimmt schon nochmal gesagt. Dann, weisen Arbeiter zu. Der Arbeiterhütte muss ich einen Arbeiter zuweisen. Okay, Tom Nielsen ist jetzt unser Arbeiter. Und wir sollen eine Schotterstraße bauen. Ah, Schotterstraße. Okay, Schotterstraße. Ah, die kann man so bauen. Okay, sensationell. Das hätte ich jetzt mir fast nicht gedacht. Wir brauchen eine Schotterstraße 4. Okay, ja, das war's schon. Okay, beanspruchen. So, was müssen wir jetzt machen? Ich will weitermachen. Baut ein Gehöft. Was ist denn ein Gehöft? Ich kenne einen Hof. Oh, da... Ah, okay, eine Farm. Das nennt man Gehöft. In gehobenen Kreisen heißen Farmen Gehöft. Die würde ich hier hinsetzen. Ich glaube, das ist nicht so clever. Normal sollte die wahrscheinlich da... Lol, da... Der sitzt da und ist irgendwas am Machen. Achso. Das war ein bisschen komisch. Guck mal. Ich weiß, das passt gerade nicht zur Stimmung, aber pass jetzt. Achte mal, wenn er sich... Das sieht, naja, ein bisschen komisch aus. Was soll man sagen? Gehöft. Was? Ah! So muss das. Aha, ich habe verstanden. Was muss ich jetzt machen? Bearbeitung? Bauen. Oh, da sind Bäume umgekippt. Ist das gut oder schlecht? Ist jetzt nur eine Frage. Baue ein Gehöft. Baue 2 Gehöfterweiterungen um 9 Garten. Ach so, im neuen Garten. Okay. Wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal hier Holz hinbringen. Ne? Das machen welche. Das macht mein Arbeiter. Weist ein Familienoberhaupt zu. Bitte? Ach so, okay, okay, okay. Also ich muss hier ein Familienoberhaupt zuweisen. Hier. Also, wir haben 210. Das, das, das. Okay. Die sind nicht so glücklich hier. Aber die brauchen anscheinend nichts zu essen, nichts zu trinken. Doch, zu essen wahrscheinlich hier. Gemüse, Bauernhof. Stellt 10 Sättigungen wieder her. Okay, 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 okay. Baut ein Gehöft. Sind wir gerade dabei? Oh, guck mal. Gibt verschiedene Stationen hier. Okay, ich guck weiter. Ich guck weiter. The first homestead. Okay. Yippie! This is where your fablings live and eat. A head of household is required for the homestead to operate smoothly. Now, make sure one has been assigned, won't you? Guck mal, die haben sogar ein Plumpsklo. Oh, das wird sogar einzeln benannt. Kleiner Hühnerstall. Oh, wie geil. Okay, der hat das automatisch zugewiesen anscheinend. Gut. Bereitet euch auf Neuankömmlinge vor. Baut einen Brunnen. Okay, wir sollen einen Brunnen bauen. Unverzichtbar Brunnen. Ah, okay. Der hat so ein... Hier, so eine Range. Dann setzen wir die natürlich... Ist dann das Zentrum von allem. Platzieren wir hier. Manche Gebäude sind auf Erhaltung angewiesen, um einen guten Zustand zu machen. Über das Münzsymbol am oberen Bildschirmrand könnt ihr einsehen, wann die nächste Zahlung fällig wird. Was für eine Zahlung? Was für eine Zahlung? Schließt den... Okay, wir müssen 2 Gehöfte bauen. 2 Gehöfte? Ist das real? Okay. Dann bauen wir das so. Machen wir eins direkt daneben. Ist schon fertig. Instant-Bau. Fertig-Bau. Geil. Achso. Stimmt ja, ich muss ja auf Bauen klicken. So. Was heißt denn jetzt hier? Warum brauchen wir hier nur einen Arbeiter?
Es gibt nur einen einzigen Arbeiter. Der Rest schillt hier ihre Nuggets. Guck mal da. Brunnen. Versorgt Gehöfte in der Umgebung mit Wasser. Ach so, nur die Gehöfte. Oh. Das war nicht so mein Plan. Zerstören, finden. Ich hatte gedacht, auch die Arbeiterhütte müsste... Naja, dann habe ich ein kleines Problem, ne? Ja, Mist. Hm. Unverzichtbar. Ja, okay, kommt ja noch mehr Abwasserkanal. Bleibt. Oh, das wird aber echt komplex. Wow. Damit. Arbeiter errichten Gebäude, solange die dafür benötigten Materialien zur Verfügung stehen. Ich habe wirklich gedacht, dass die brauchen auch Wasser. Dem ist ja anscheinend nicht so. Sag mal, ich bräuchte doch eigentlich eine Holzhütte, oder? Ich hatte vorhin gesehen, hier gibt es irgendwo eine Holzfällerhütte. Hier. Beschäftigt 3 Landsmann oder Bürger. Wo ist denn der Unterschied? Aber ist das jetzt eingeschlossen oder nicht? Das Gehöft, weil ich habe das nur halb anscheinend. Hundehütte? Plumpsklo? Kleiner Hühnerstall? Warum bauen wir eine Hundehütte? Ich will da ein Plumpsklo haben. Entschuldigung. Was bauen wir jetzt? Apfelbaum. Okay. Ist das Gehöft mit Wasser versorgt? Ah, finally. Here come alle 10 Tage. As long as you keep your population happy, as long as you love me. As long as there is room, of course. Welcome, welcome. Welcome to the biggest city on earth. Okay, dann heißen wir jetzt 2 Besucher willkommen. Die finden wir wo? Baut ein Brunnen? Heißt die Neuankömmlinge willkommen? Wo finde ich denn meine Neulinge? Ah, hier. Wie geil. Okay. Da sind 2 zugewiesen. Da sind 2 zugewiesen. Sehr schön. Haben wir. Baut einen Bauernhof. Beanspruchen erstmal. So, wir sollen einen Bauernhof bauen. Ein Bauernhof. Ein Bauernhof. Lebensmittelproduktion. Hä? Ah! Jetzt verstehe ich. Die wohnen da drin. Gehöfte sind Wohnungen. Ich habe gedacht, die würden hier drin wohnen. Nein, das ist nur die Arbeiterhütte. Jetzt verstehe ich das Ganze. Okay, Lebensmittelproduktion, Bauernhof. Den würde ich gerne erstmal hier hinsetzen. Ich kann das wahrscheinlich irgendwann mal nicht mehr umplatzieren, ne? Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass ich das nicht umplatzieren kann, aber naja. Oder setzt man hier hin? Wo ist denn der Eingang hier? Warte mal, wir haben hier eine Leiter und eine Tür. Da haben wir ein Scheunentor. Ich würde sagen, so rum, ne? Okay. Pflanze Kürbis. Okay. Und dann kann ich jetzt... So, wie viel haben wir denn jetzt? Insgesamt... Ah, 14. So. Wie sieht das jetzt aus? 32. Wir sollen 30 machen. Okay, kann man das irgendwie zurück... Hier, entfernen. Nee, sollen wir das entfernen? Oh, ich weiß es nicht. Ich bin so unschlüssig gerade. Ich bin wirklich unschlüssig. Well, it looks like some newcomers will arrive soon. So. But there's no available housing. To see how many days are left until the next arrival, hover over the population icon at the top of your screen. Okay, wir setzen die hier hin. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz nach hinten. Obwohl ich das eigentlich cool finde, wenn man so dran vorbeifährt. Oder läuft, wie auch immer. Dann setzt man hier hin. Da sind fliegende Schweine, ne? Warum sind hier fliegende Schweine? Ich frage lieber nicht. So, pass auf. Wir setzen das hier hin. Dann sagen wir Kürbisse. 2. Dann machen wir hier auch 2. Dann haben wir jetzt wie viel? 20. 28. Mist. Also, das hier ist wahrscheinlich die Zufahrt, ne? Ja, Moment. Wir machen das entfernen. Wir machen das entfernen. Wir machen das entfernen. Oh no, I really like that building. Ja, du mochtest das. Warte mal, wird noch schöner. Pass auf, guck mal. Und dann so. Ne, dann sind wir bei 34, bauen wir. Perfekt. Landwirtschaft, Pflanze.
Pflanzen wachsen mit der Zeit, solange mindestens ein Bauer an jedem Bauernhof zugewiesen ist. Ist hier schon mal zugewiesen? Nein, weil wir haben ja erst einen Arbeiter. Ich brauche aber so eine Straße. Die kostet. Okay, das war jetzt der Knaller, was ich da gemacht habe. Das sollte eigentlich nicht so sein, aber gut. Dann machen wir das einmal hier. Machen wir so einen Kreisverkehr, oder? So, dann laufen die, fahren die einmal hier rum. Was ist das hier? Moment. Hier läuft die Straße. Das hier kann weg. Abriss bestätigen, ja. So, jetzt haben wir, guck mal, schön. Jetzt haben wir es richtig schön. Okay. Bauernhof haben wir. Weiß ein Bauern zu. Ich denke mal, das geht ja automatisch, oder? Ich vermute, ich sage voraus, ich hätte die vielleicht ein bisschen weiter rechts ziehen müssen. Den Bauernhof, dann wäre das schön hier, ne, bis zur Kurve. Naja. Ich sage voraus, dass wir als nächstes eine Holzfällerhütte bauen. Da gehe ich mal ganz schwer von aus. Bauernhof wurde gebaut. Wir sollen einen Bauern zuweisen. Arbeiter zuweisen, Arbeiter, Arbeiter. Ist das egal, Bauer oder... Machen wir einfach. So, guck. Und was habe ich gesagt? Holzfällerlager, da ist es doch. Holzfällerlager. Pass auf, das machen wir hier. Aber wir drehen das. Maximale Ausnutzung vom Holz. Bam. Und bam. Wie viele Arbeiter haben wir gerade, die nichts zu tun haben? Da oben. Landsmänner 6. Arbeitslos 2. Okay, Neuankömmlinge in 2 Tagen. Das ist gut. Warte mal. 2 Tagen? Dann brauchen wir ja noch ein Gehöft. Wir brauchen mal noch einen Arbeiter hier. Guck mal, wir setzen hier noch einen hin. So, bam. Der chillt da sein Leben. Ne, das geht ja nicht. So, wir setzen hier noch ein Gehöft hin, würde ich sagen. Gehöft. Und dann drehen wir das mal. Und machen das so. Und sagen, bauen. So, wie viel Gold haben wir noch? 189. So, jetzt müssen wir hier. Das finde ich ein bisschen schwer. Okay. Mit dem Platzieren, weil ich markiere das eine und dann geht er halt. Dann setzt er einen davor, komischerweise. Ich weiß nicht warum. Oh, guck mal da. Hier wird schon mal locht. 2 Neuankömmlinge. Nicht genügend Kapazität. Besucher abweisen. Nee, nee, wartet. Wartet. Wir sind hier am Bauen. Wartet noch kurz. Könnt ihr noch ganz kurz warten? Ich würde euch gerne gleich reinlassen. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen vergessen, ein Gehöft zu bauen. Wenn ihr ganz kurz wartet. Nur ganz kurz. Nur ganz kurz warten. Und dann könnt ihr hier mit reinkommen. So, was haben wir denn hier? Einkommen, 21 Dollar. Steuern, okay. Erhaltung, minus 3. So, pass auf. Das kommt jetzt. Pass auf. Wir müssen ja kurz überprüfen, ob wir euch reinlassen dürfen. Ob ihr vorbestraft seid oder sowas. Ne, das müssen wir jetzt alles checken. Und dann lassen wir euch gleich sofort rein. Wenn die Hütte fertig ist. Wenn mein Bauarbeiter ein bisschen arbeitet. Wenn das jetzt mal vor... Besucher abweisen. Nee, ich will eigentlich... Bauen die hier noch was? Okay, Besucher abweisen immer noch nicht. Da! Können wir willkommen heißen. So, guck mal. Was wäre das hier geworden? Bienenstock. Hoferzeugnisse, Hoferzeugnisse. Ah, der ist am Bauen. Okay. Okay, okay, okay. Die Straße ist auch direkt angebunden. Der nächste kommt in 8 Tagen. Weißt du, ein Holzfäller zu? Entschuldigung, habe ich vergessen. Hier. Bam. Zugewiesen, beanspruchen. So, wir sollen 200 Dollar, Geld, Gold, wie auch immer. Ja. Aber guck mal. Dekorationen gibt es auch. Okay. Ich würde aber noch gerne ein Gehöft bauen. Ja. Bauen. So. Und dann brauchen wir hier noch eine Straße. Jetzt guck mal, das meinte ich nämlich gerade. Ich ziehe die jetzt bis hier. Und dann platziert er nur bis da. Warum auch immer. Ich habe das noch nicht so ganz raus, warum. So, der... Wie ist das denn mit Trinken? Ah, ich habe Mist gebaut. Ja, ich habe Mist gebaut.
Abriss bestätigen, ja. Pass auf, weil ich ja gesagt hatte, so unverzichtbar, Gehöfte. Ne, das müssen wir jetzt hier platzieren. Weil ich das halt falsch verstanden hatte. Gut, das hat auch nur 10 irgendwas kostet. Gemüse, Steine. Da müssen wir bestimmt noch so einen Steinbruch bauen, oder? Ich gehe mal ganz schwer davon aus. Kannst du ein bisschen schneller da arbeiten? Das wäre sehr nett, weil die brauchen Wasser. Die haben Durst. Ja, also es wäre schon gut, wenn wir... Normaler Brunnen. Minus die Färblinge setzen auf normalen Brunnen im Gebiet. Attraktivität. Insgesamt minus 2. Ja, warte mal. Wir kriegen jetzt gleich einen Attraktivitätsbonus. Was haben wir hier? Wäscheleine. Okay. Die machen aber alle plus 3, oder? So wie es aussieht. Hundehütte. Wäscheleine. Ja, Bienenstock können wir ja irgendwie später, so wie ich verstanden habe, kriegen wir das. Da, siehst du? Hier, guck mal. Insgesamt plus 3. Wäscheleine wurde fertig gebaut. Gut, Plumpsklo wurde fertig gebaut. Sehr schön. Guck mal. Oh, der hat sogar 3. Plumpsklo und Wäscheleine. Der ist ja sehr attraktiv. Okay. So, und das war jetzt cleverer von mir, ne? Weil theoretisch könnten wir jetzt als nächstes hier dann wieder Gehöfte hinsetzen. So, wie sieht denn aktuell aus? Wir haben... Arbeitslos einen. Ja, okay, einer ist keiner. So, ihr produziert Essen, ne? Pass auf, dann setzen wir hier nochmal einen mit Essen rein. Allein, damit wir genug Essen haben. Weil sonst haben wir nämlich nachher ein Problem. Weißt du? Reichen für 71 Tage. Aktuell. Die kannst du sogar einzeln an... Ach nee, das sind die Felder. Okay, nevermind. Ich dachte gerade... Das hier. Was ist das? Ist ja cool. Ich bin Maulwurf. So, Freunde. Mir gefällt das Spiel echt gut. So, machen wir dich wieder zum Arbeitslosen. Mir gefällt das echt gut und ich würde gerne das weiterspielen. Wie das jetzt ablaufen wird mit dem anderen Spiel, was ich schon aufgenommen habe, was aber nach dieser Folge kommt, weiß ich noch nicht, wie ich das praktizieren werde. Auf jeden Fall, es macht mir tierisch Spaß und deswegen, ja, gucken wir mal, ob wir die dann immer abwechselnd bringen. Das weiß ich noch nicht genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören und bedanke mich für deinen Kommentar. Falls du irgendwie eine Meinung zu dem Spiel hast, würde ich das gerne lesen. Bis dann. Tschüss.